Hi, herzlich willkommen zum dritten und letzten Teil der Ruinen-Challenge mit der Ruine von Einfach Agi. Ich werde mich in diesem Teil um den Außenbereich kümmern, den fertigstellen. Es wird eine Familie einziehen und am Ende fixe ich noch ein paar Dinge, die ich vergessen habe oder die nicht funktioniert haben oder ja. Genau, ich wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Zusehen und ich melde mich dann zwischendrin nochmal.
So, ich melde mich jetzt zurück. Es ist an sich jetzt alles fertig gebaut. Die Familie zieht ein. Und ich möchte euch jetzt erstmal diese Familie vorstellen. Das ist Major. Major ist ein Teenager. Er ist kreativ und ein Hitzkopf. Es sind ja ein paar Musikinstrumente vorhanden in diesem Haus. Das heißt, die Familie ist musikalisch. Er hat das Bestreben musikalisches Genie. Er lebt hier mit seinem Vater, das ist der Papa, der Deacon Palmer. Deacon ist freiberuflicher Botaniker, er liebt die Gartenarbeit, deswegen hat er ja auch ein Gewächshaus und überall Pflanzenkisten. Die beiden haben natürlich auch Katzen, die sieht man hier auch ab und zu herumlaufen. Deacon ist ein Musikliebhaber und liebt die Natur und ist faul. Er war verheiratet. Die beiden sind aber nicht so gut miteinander klargekommen, also die Frau und er. Und deswegen haben die sich getrennt. Die Mutter lebt mit ihren beiden Kindern in einer anderen Stadt. Und ja, Major ist der ältere der beiden Söhne und ist halt ganz schön rebellisch. Und die Mutter ist mit ihm nicht so gut zurechtgekommen, weswegen sie ihn dann zum Vater gegeben hat. Also Major hat die Schule geschwänzt und ja, ist sehr aggressiv und alles und unausgeglichen. Und das wollte einfach, oder die Mutter, die war einfach überfordert und kam nicht mehr mit ihm zurecht. Jetzt lebt er also beim Papa in diesem wunderbaren Haus. Also, ich hätte gerne so ein Haus gehabt als Teenager mit so einem Hobbyraum und. Ja, und er lebt jetzt also da mit seinem Papa und der Papa hat ihn ganz gut im Griff. Und ja, die verstehen sich ganz gut und die Situation ist jetzt soweit in Ordnung und die Mutter ist zufrieden. Er hat jetzt auch ein viel besseres Verhältnis zu seiner Mutter. Ja, und die Mutter kann sich so eben auch viel besser um den jüngeren Sohn kümmern. Deacon und Kelly, so heißt die Mutter, haben eigentlich auch ein gutes Verhältnis miteinander. Ja, also die sind jetzt nicht total böse und im Streit auseinandergegangen, sondern die verstehen sich auch immer noch sogar besser als vorher, denn nun sind ja einige Probleme weggefallen, die sie eben vorher hatten. Genau, das war es jetzt zu der Geschichte der beiden. Dieses Video neigt sich dem Ende. Hier seht ihr noch, wie ich ein paar Sachen fixe, wie zum Beispiel diese Bank, die ich dann noch ins Wohnzimmer gestellt habe. Die hatte ich nämlich völlig vergessen. Die Wandfarbe im Wohnzimmer, da mir ja dieses Türkis doch nicht so gefallen hat. Das hat sich ja mit dem Grün im Hobbyraum gebissen. Und ich habe noch ein paar Flaschen. Ach ja, diese Ecke habe ich noch verschönert. Dann ja, überhaupt das Wohnzimmer so ein bisschen. Es war noch ein bisschen kahl. Hier hinter der Bar habe ich noch ein paar Flaschen platziert, ein Regal. Genau, eben neben dem Fernseher noch die Lampen und das Bild. So hat es mir dann doch ein bisschen besser gefallen. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, das Zuschauen und hoffe, dass wir uns bei einem meiner nächsten Videos wiedersehen. Tschüss!